Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie auf meinem Kanal, und zwar geht es diesmal um C++. C++ ist eine riesige Sprache und ja, extrem viele Features natürlich, extrem viele Bibliotheken, und man kann damit super effizienten Code schreiben, also vor allem, wenn es irgendwie mal richtig schnell gehen muss, also nicht vom Code schreiben her, aber wenn das Programm nachher richtig schnell laufen muss, dann benutzt man C++. C, wenn es ein kleines Programm ist, aber C++, wenn es dann doch mal ein bisschen größer ist. Also wenn es ein großes Programm ist und schnell laufen soll, dann nehmt ihr am besten C++. So, jetzt muss ich erstmal kurz erwähnen, wir hatten hier auf meinem Kanal schon eine C-Reihe, die findet ihr rechts oben in den Infokarten, habe ich die verlinkt. Und die ist sehr, sehr wichtig für diese Reihe hier, also für C++, denn alle Grundlagen, also wie definiere ich mir einen Integer, was sind Funktionen, was sind rekursive Funktionen, was ist, keine Ahnung, was ist ein Pointer, wie kriege ich von einem Pointer wieder den Wert ausgelesen, all diese Sachen, die sind tatsächlich auch sehr, sehr wichtig für C++. Das heißt, wir hatten eigentlich schon alle Grundlagen, ihr könnt eigentlich schon C++, ist das nicht geil? Way! Ja gut, also ich habe auf jeden Fall in diese Playlist von C++ das Video reingemacht, das eine Kurzzusammenfassung von C ist. Wie gesagt, wenn ihr noch nie C programmiert habt, dann solltet ihr definitiv mal in dieser Playlist vorbeigucken. Ansonsten schaut euch das Video an, dann könnt ihr schon mal C komplett programmieren und für C++ sozusagen die Grundlagen. C++ ist nämlich auch eine Spracherweiterung zu C. Im Prinzip hat man Objektorientierung neu eingeführt und das war es eigentlich schon. Also es gibt noch ein paar kleinere Features mehr und es gibt mehr Datenbanken und mehr Bibliotheken und alles mögliche, aber im Grunde könnt ihr C++ schon, ihr müsst nur noch Objektorientierung lernen. Okay, und genau das ist nämlich auch das Ziel, was wir jetzt hier in der C++-Reihe machen werden. Wir werden uns nur die Erweiterung angucken, den Rest habt ihr schon in der C-Reihe gelernt. So, das war jetzt ein etwas längeres Intro. Ich bitte euch wirklich, diese C-Reihe zu gucken und nicht mit der C++-Reihe anzufangen, wenn ihr noch nie C++ programmiert habt. Okay, jetzt zu diesem Editor hier und generell zum wie kompiliere ich und bla bla bla. Unter Linux habt ihr eigentlich schon C++ alles lauffähig. Im Prinzip, was ihr braucht, ist G++. G++, Fatal Error, No Input Files, ja, logischerweise. Ich habe ja hier nichts, was ich irgendwie kompilieren kann, angegeben, aber wir können einfach mal angeben G++-V. Dann kriegen wir hier eine Version raus und dann sehen wir hier Ubuntu 4.8, GCC-Version 4.8.4 und so weiter und so fort. Also im Prinzip haben wir hier automatisch schon einen Compiler mit installiert. Das heißt, wir können schon C++ kompilieren. Wenn ihr diesen Compiler nicht habt, dann solltet ihr ihn installieren. Sudo apt-get install build essential, wenn ich jetzt auch tippen könnte. Ja, perfekt. Das hier braucht ihr, also falls ihr G++ nicht habt, braucht ihr dieses build essential. Einfach installieren und schon seid ihr sozusagen dabei. Okay, unter Windows ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Windows hat sowas nicht standardmäßig installiert, deswegen habe ich euch das hier mal aufgemacht. Ihr braucht zuerst einmal Visual Studio. Also ich würde euch wirklich sehr stark empfehlen, mit Visual Studio zu arbeiten unter Windows, wenn ihr C++ programmieren wollt. Ihr könnt das Ding einfach runterladen. Visual Studio ist mittlerweile kostenlos, zumindest diese Community-Version. Ihr müsst euch halt anmelden, aber das ist so ziemlich... Also ich glaube, das ist noch im Rahmen drin. Und Visual Studio ist wirklich eine tolle IDE, muss man wirklich sagen. Ist sehr, sehr kompakt und ja, also was heißt kompakt, aber sie ist sehr umfangreich, um genau zu sein. Eigentlich das Gegenteil von kompakt, aber sie kann auch wirklich viel. Arbeitet euch da ein bisschen rein und ja, funktioniert dann eigentlich ziemlich gut. Zuerst Visual Studio installieren und dann eventuell Windows 10 oder Windows XY, was auch immer ihr für ein Windows benutzt, SDK installieren. Dann wird tatsächlich auch für Visual Studio was konfiguriert. Und ja, die findet ihr unter visualstudio.com, also Visual Studio findet ihr unter visualstudio.com und Windows 10 bzw. euer jeweiliges SDK unter developer.microsoft.com/de/windows-downloads/windows-x-sdk. Da findet ihr die beiden Sachen, die ihr für Windows braucht. Also ich würde euch wirklich wärmstens empfehlen, mit Visual Studio zu arbeiten. Okay, da wir aber hier unter Linux sind, werden wir mit einem anderen Editor arbeiten, der ist ein bisschen schlanker, also sieht relativ arm aus im Vergleich zu Visual Studio, aber kann fast genauso viel. Und zwar werden wir mit Atom arbeiten. Ich mag irgendwie CodeBlocks nicht mehr. Der ist bei mir jetzt gerade, als ich es ausprobiert hatte, ein paar Mal abgestürzt und dann hatte ich die Schnauze voll. Dann habe ich mir gedacht, okay, gibt es einen neuen. Und ein lieber Abonnent hier, der gute Survari, der hat wahrscheinlich noch keinen Kommentar hier geschrieben, hat mir eine Nachricht geschrieben, dass Atom ein echt verdammt guter Editor ist und ja, deswegen werden wir den jetzt benutzen, der ist wirklich cool. Und was wir brauchen ist erstmal Atom, das heißt, ihr könnt ihn hier jeweils runterladen für eure passende Distribution. Ich brauchte hier die Deb, wahrscheinlich wenn ihr Linux Mint habt, Ubuntu oder sowas, dann braucht ihr auch Deb, ansonsten RPM.
Genau, dann brauchen wir noch was anderes und zwar, wir werden noch ein paar Kleinigkeiten drauf installieren auf Atom und die zeige ich euch mal, das ist dann nämlich wirklich eine coole Sache. Und zwar sudo, upsala, ja, das ist nicht gerade das gewesen, was ich wollte, sudo apt-get install xterm. Xterm ist tatsächlich nachher dafür da, dass wir die Konsole auch sehen können, ansonsten können wir die leider nicht sehen, wäre doof, ne? Also, wenn man keine Konsole sieht, dann kann man auch keine Prints ausgeben, das wäre, naja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall Xterm installieren, das ist ziemlich wichtig. Okay, dann gehen wir in Atom rein und wahrscheinlich bevor ihr das hier seht, werdet ihr hier landen. Hier kommt ihr als erstes normalerweise bei raus und da werdet ihr dann einfach mal hier euer Theme aussuchen können. Also ich benutze hier dieses Dark Theme, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man es gut lesen kann. Ich hoffe einfach mal. Ich habe ja die Schrift relativ groß gemacht und dieses bunte Etwas hier, das ist eigentlich auch ganz angenehm. Okay, was wir aber benutzen werden, ist ein Package und da gehen wir hier einfach auf Install Package, Open Installer. Dann öffnet sich hier unter den Settings hier was und ich habe schon mal rausgesucht, wir brauchen den GPP Compiler. Das ist das erste, was wir brauchen. Dann haben wir nachher das nicht aus, also müssen nicht extra immer raustappen, müssen das Ganze über die Kommandozeile oder halt übers Terminal ausführen und kompilieren und alles, sondern können es live in Atom einfach easy ausführen, alles kein Problem. Deswegen GPP Compiler installieren, der ist ziemlich cool. Und was wir auch noch brauchen, ist Linter. Linter ist auch cool. Das zeigt euch nämlich gleich an, ob ihr irgendwelche Fehler gemacht habt. Nehmt dieses Linter-PEP8 von Atom oder Atom Linter. Einfach Install drücken, sollte eigentlich schon. Ah, da oben. Linter ERB, Entschuldigung, auch von Atom Linter. Das ist quasi das Richtige. Einfach benutzen und auf Install drücken, schon ist es dabei. Okay, mache ich hier wieder mal alles zu. Ihr könnt euren Style auswählen, wie ihr wollt. Und ja, das ist im Prinzip alles, was wir hier brauchen. Jetzt können wir tatsächlich mal, das Skript hier kennt ihr eigentlich schon aus der C-Reihe, das gibt mir einfach Foo aus. Und das ist es dann auch schon. So, wie führe ich das Ganze jetzt aus für C++, nicht für C? Ja, C++ in Atom, so wie wir ihn gerade aufgesetzt haben, ist ziemlich einfach. Ich drücke F5 und dann passiert das hier. Das heißt, ich habe es schon ausgeführt. Easy, ne? Also einfach F5 drücken und schon wird myfile, das ist der Name von meiner C++-Datei, Achtung, die Endung ist jetzt .cpp, nicht mehr .c. Und ja, die gibt mir natürlich Foo aus und beendet sich danach wieder. Kann ich wieder zumachen, also easy. Okay, wie führe ich das Ganze aus, wenn ich nicht diese mega komische Installation mit Atom machen möchte? Naja, ich gehe in meinen Ordner, da wo die cpp-File drin ist, drücke Rechtsklick im Terminal öffnen und dann mache ich folgendes. G++ myfile. .cpp. So, und dann sehen wir hier, dass sich eine a.out-Datei gebildet hat. Die ist eine ausführbare Datei und ich kann die tatsächlich auch in meinem Terminal ausführen. Einfach .a.out ausführen und dann kommt hier auch ein Foo raus. Das ist dann quasi in eurem Terminal nativ drin. Ja, das ist im Prinzip alles, was ich euch zur Installation zu sagen habe. Ich würde euch stark empfehlen, diesen Atom oder Atom Editor zu benutzen. Ich mag den wirklich mittlerweile sehr. Und CodeBlocks ist auch echt cool. Kann man auch benutzen, aber wie gesagt, es stürzt manchmal leider ab. Also zumindest hatte ich die Probleme damit. Wenn ihr nicht die Probleme habt, könnt ihr auch gerne CodeBlocks benutzen. Ist auch ziemlich mächtig, da muss man einfach nur oben auf Play drücken und das Skript wird ausgeführt. Das ist alles ziemlich geil. Okay, jetzt machen wir hier absichtlich mal einen Fehler rein. Dann zeige ich euch auch noch, warum wir dieses Linter-Paket installieren sollten. Und zwar machen wir jetzt hier einfach mal ein Komma rein. Da sehen wir nämlich, also da müsste man jetzt theoretisch noch irgendwas hinten dran schreiben. Hier ein %s oder sowas. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Fehler drin, oder wir machen Semikolon weg, könnt ihr euch aussuchen. Wenn wir jetzt F5 drücken, dann passiert das hier. Und zwar steht hier, Home Morpheus, ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen, es kann sein, dass ich das nachher nochmal ein bisschen breiter machen muss, das Fenster. Also wir sehen auf jeden Fall, dass wir einen Fehler in Function Main haben, int Main, na komm schon, bleibt da. Error expected, primary expression before, Klammer, zu Token. Und zwar hier print foo, und dieses Komma. Also das heißt, wir sehen, dass wir in Zeile 3 einen Fehler haben. Und zwar das Zeichen 18. Ja, könnt ihr jetzt gerne mal nachzählen. Wir sind hier unten, sehe ich bei mir, seht ihr wahrscheinlich nicht mehr. 3.20, das heißt 1, 2 weiter vor. Das ist also das Zeichen hier, beziehungsweise hier, um genau zu sein. Das soll da nicht sein. Warum soll da keine Klammer zu sein? Naja, die Klammer zu soll da halt schon hier sein. Ne? Und das Komma ist dann halt trotzdem kaputt. Gut. Also man kriegt ungefähr eine Angabe, wo man ist. Das ist ja immer bei Fehlerangaben so, man findet nur grob die Stelle, wo man was falsch gemacht hat. Okay, das ist tatsächlich jetzt alles, was ich euch zeigen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die Reihe. Und ja, bleibt dabei und viel Spaß beim C++-Programmieren. Wir hören uns, bis dann, ciao.